Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur Jahresvorschau 2023. Ich mache jetzt von jedem Sternzeichen eine Jahresvorschau. Und ihr seht hier zwei Stapel Karten, das sind meine alten, die kennt ihr. Und das sind auch meine Karten, auch spezielle Karten, die wir dann zum Einsatz bringen, wenn es nötig ist. Und das ist eine allgemeine Vorschau, also Tendenzen. Ich kann hier nicht wirklich für jeden einzelnen Sternzeichen eine hundertprozentige Aussage machen. Das geht erstens mal gar nicht und zweitens sind es zu viele. Also müsst ihr euch eure Tendenz raussuchen. Wo es ist, ich versuche es so weit wie möglich einzuschränken, darum auch diese Hilfskarten. Wir werden sehen, was rauskommt. Ich glaube, ich habe es noch nie gemacht. Und ich, wie immer, ziehe ich die verschiedenen Sternzeichen. Ich habe hier alle hier drauf und die werden gezogen, sodass keiner benachteiligt wird nach der Reihe. Und dir, aber dir ist sehr wurscht, weil du bloß das anschaust, was du anschauen möchtest. In diesem Sinne sehen wir uns gleich bei den jeweiligen Sternzeichen. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Lebensquatsch, zu deiner 2023 Jahreslegung. Entschuldige, du bist schon der Vorletzte. Also ich habe schon 10 gemacht und ich mache es jetzt auch fertig, aber es schlaucht ganz schön. Das hier ist deine Hauptenergie, die dich das ganze Jahr begleiten wird. Die legen wir mal hier drauf, die brauchen wir zum Schluss. Dein Thema 2023 ist wiederkehrend. Also, du hast mit wiederkehrenden Situationen, Menschen, Besitz oder zu tun. Und das Wiederkehren werden wir uns gleich jetzt mal ein bisschen näher beleuchten, was wir da verhalten sollen. Und zwar haben wir hier Zweifel, Mutlos und Erkennen. Also irgendwas kommt wieder. Und du erkennst die Zweifel und die Mutlosigkeit darin. Vielleicht etwas, was du verdrängt hast oder was schon mal passiert ist oder. Also, hier ist eine Lernaufgabe. Und zwar eine, die wiederkehrt. Aber du bekommst hier wirklich Hilfe, das zu bewältigen. Du hast hier wirklich von Zauberhand Energien im Leben, die dir das Wiederkehrende wirklich nicht schön werden lassen, aber erkennen lassen. Weil du erkennst ja durch das Wiederkehrend, dass es dich in der Vergangenheit zweifel- und mutlos gemacht hat, das erkennst du durch dieses Wiederkehrend, kannst aber jetzt damit viel besser umgehen. Das ist doch viel, viel schöner. Ist doch sehr schön. Ja, es macht es wieder, dass das Wissen erlangen, dass es dich mutlos gemacht hat, macht dich ein bisschen stressig, macht dir Stress, aber du hast hier eben durch die Zauberin und die Energie, die du hast, auch den Mut da voranzugehen. Das ist doch was Schönes. Hier kommt etwas wieder, was schon da war, was dir aber ja, fremd war, was du vielleicht begraben hast, was du vielleicht nicht so sehen wolltest oder so. Weil ein Fremder kann nicht wiederkehren. Also vergessen kann es das nicht sein. Es löst aber schöne Dinge aus durch dieses Erkennen. Und ich vermute mal, dass irgendwas wiederkehrt und du bis jetzt eben so darauf reagiert hast und jetzt erkennst, nee, muss ich gar nicht, da hier alles ganz anders liegt. Also du erkennst, dass du so oder so darauf reagieren kannst. Und durch diese Gespräche, die sich daraus entwickeln und dieses Wissen, starten jetzt neue Verträge, neue Aufgaben, neue Nachrichten, also richtig was Schönes startet hier, was zwar Unordnung bringt, aber sehr schön wird. Denn du hast hier einen Neuanfang, der dir Sicherheit gibt, der dir Partner Sicherheit gibt, dir Sicherheit gibt. Also hier, es kann auch sein, weil eben jetzt gerade der Partner hier liegt, dass jemand, der schon mal diese Partnerschaft gestört hat, wiederkehrt. Und du aber jetzt erkennst, dass sich das wieder bloß mutlos machen würde und du das mal
anders entscheidest, einen Neuanfang entscheidest, aber mit dem Partner. Auch das hier ist möglich. Ob das jetzt dir passiert oder dem Partner passiert, weiß ich nicht. Das sehen wir schon. Meldungen. Lange Zeit. Plötzlich. Also hier kommen Meldungen über Verträge, über Nachrichten, die plötzlich kommen, aber lange Zeit Bestand haben. Du erkennst hier einen Neuanfang. Ja, online. Du erkennst hier einen, ja, einen Neuanfang in dir. Du erkennst hier dich neu. Das ist ja interessant. Hier haben wir die Tochter, lass mal direkt mal hier liegen. Aufregung, Kollektiv und Geld. Okay. Also du lernst hier eine Seite an dir kennen, die war schon mal da. Weißt du was, das ist ganz was anderes. Das ist alles mehr. Ich schau mal, was bei dir oben drauf liegt. Das wäre jetzt sehr Blödsinn erzählt hier. Leidenschaft, Emotionen, Zweifel, Arbeit, Berufung, Lernen und was du nicht weißt. Und auf dich liegt Blockaden. Und hier kommt ganz was anderes. Hier kommt im Leben auch, ja, doch. Hier kommt im Leben etwas wieder, was du eigentlich gar nicht, wo du gar nicht gerne hinschaust, weil du da eben Zweifel und Mutlosigkeit empfinden kannst, was aber eigentlich sehr schön ist. Du traust dich bloß nicht. Du hast hier für dich selber Blockaden aufgestellt und um die geht es das ganze Jahr, diese Blockaden abzubauen. Und zwar, indem du das Wiederkehrende, was du bis jetzt weggedrückt hast, weil du es fremd war, weil du es nicht sehen wolltest, kommt jetzt in dein Leben, aber groß und schön. Und da sehe ich, eigentlich kam ich auf die Idee wegen diese Karten, weil du erkennst deine eigene Spiritualität, dein eigenes Können eigentlich. Du bezweifelst es aber hier kommt eine große Spiritualität auf dich zu, die du weggedrückt hast, weil du Angst davor hast, weil du es irgendwie aus irgendeinem einen Grund dir selber nicht zugetraut hast, immer daran gezweifelt hast oder und damit hast du dich selber blockiert und das kommt jetzt wieder. Das ist eigentlich so das Hauptthema, diese Blockaden und zwar, die du dir selber gemacht hast, zu lösen. Hier geht es um ganz was anderes, wie ich am Anfang gedacht habe. Raffiniert. Gut, du hast hier den Partner an der Seite, der dir wirklich mit der ja, nein, der gibt dir eigentlich Sicherheit, er liegt auf Glück. Er gibt dir Sicherheit für deinen Neuanfang, also er bleibt an deiner Seite. Aber er bezweifelt das, was hier kommt. Also bei dir kommt hier spirituell ein richtiges Erkennen, dass du etwas, wenn jetzt auf spiritueller Ebene, etwas in dir hast, was ganz jung ist, ganz klein ist, weil du es eben blockiert hast, was jetzt raus will, was hier arbeiten will. Dein Partner bezweifelt das. Das heißt, er gibt dir zwar auf einer Seite Sicherheit, auf der anderen Seite kann sein, so, was machst du denn für einen Scheiß? Und ach, so einen Krampf gibt es ja gar nicht. Oder. Sehr schön. Und damit kommst natürlich auch du immer wieder in Emotionen und in Zweifel. Und bei dir geht es hier wirklich ums Innere. Hier geht es ums Innere, um dir. Du hast, also Angst wäre jetzt da sogar die bessere Karte, aber hier kommt Zweifel dran, dass das wirklich so ist. Und hier passiert jetzt etwas, was energetisch von Zauberhand jetzt beginnt, 2023. Was du, ja, ich hier ist mehr spirituell drin, wie ich will hier gar nicht, spirituell mache ich extra, aber ich finde es lustig. Da hast du einen Vertrag. Du hast das ausgemacht, du willst das machen und hast das bis jetzt weggeschoben und jetzt kommt's. Lustig. Aber es ist positiv, also hier liegt wirklich sehr viel Positives drin. Okay, gehen wir mal davon weg, das ist nämlich eine Seite, wo dann immer wieder Zweifel kommen.
Hier hast du, wir haben hier noch eine Tochter, die hier in deinem Leben sehr nahe liegt. Einen Sohn, eine Tochter, eine Freundin, je nachdem. Die irgendwie mit dir in der Arbeit zu tun hat. Aber es kann sein, dass diese Tochter hier einen Zweifel an der Arbeit findet und eine neue Berufung findet. Eine neue Berufung oder was Neues lernen möchte oder so. Also, dass die Zusammenarbeit mit der Tochter nicht mehr so sein wird, wie sie war. Weil hier kommen große Zweifel aus. Und das ist 2023 und wird dir, das ist eine sehr, sehr enge Familie hier. Also, drei Menschen, die sich sehr eng verbunden fühlen. Da kommen jetzt Zweifel drauf, eben weil die Tochter, der Sohn, die neue Freundin auf einmal einen ganz anderen Ruf hört. Also, sie hört einen anderen Ruf und will was Neues lernen, was anderes lernen, was mit dir jetzt, was dir eigentlich, dieses Lernen ist dir eigentlich völlig unbekannt. Also, da hast du keine Ahnung von und ja, bringt ein bisschen Aufregung mit. Aber es ist nichts Negatives, überhaupt nicht. Da wird sich bloß eben eine Struktur ändern. Ja, der Partner liegt im Glück, der liegt auch da, aber Partner machen wir nachher, den haben wir jetzt da schon. Also auf den kannst du dich verlassen, auf deinen Partner oder auf eine nahestehende Person, kann auch dein Bruder sein oder deine Schwester oder wenn du keinen Partner hast. Also wenn du aber einen Partner hast oder eine Partnerin hast, ist wurscht, kannst du dich auf den verlassen, mit dem kannst du sehr viel Gespräche führen, jetzt auch spirituelle Gespräche, obwohl der Partner immer wieder Zweifel daran kundtut, sage ich jetzt einfach mal. Dann hast du hier Verträge, die sich transformieren, also die sich ändern werden. Da wirst du Wissen drüber erlangen, also irgendwelche Verträge werden geändert in dein Leben, was alles ein bisschen in Unordnung bringt, wo du ein bisschen Stress hast, aber auch hier passiert, es kommt zwar Unordnung rein, aber ich sehe das jetzt nicht wirklich tragisch, das kriegst du in den Griff. Hat finanziell damit zu tun. Was haben wir hier noch? Du selber liegst auf der Leidenschaft. Das heißt, das, was du erkennst, wird ein Feuer in dir entfachen. Also du bist hin und her gerissen. Weil erstens hast du das Wiederkehrende, was dir eigentlich Angst macht, was du dann erkennst, aber gleichzeitig auch eine Leidenschaft entwickelst, weil es doch sehr Emotionen auslöst, sehr spannend ist, ein neues Kapitel in deinem Leben ist. Was wir jetzt noch nicht getan haben, ist auf diese Blockaden legen. Weil die sind eigentlich das, was dich die ganze Zeit begleiten wird. Immer wieder diese Blockaden, die du dir selber gibst. Wiederkehrend seinen Weg gehen und unbekannte Sachen. Ja. Das sind die Blockaden. Es kommen wieder irgendetwas, wo du deinen Weg gehen sollst und wo das sehr unbekannt ist. Es ist das Gleiche, du hast Angst davor. Es kehrt irgendetwas wieder, was du wieder immer wieder wegdrücken möchtest, aber es einfach nicht mehr weggeht, weil du hier eben eine Leidenschaft verspürst. Und das ist das Problem in der Sache. Du bist hin und her gerissen. Sagen wir es mal so. Ganz lustig. Fangen wir mal richtig an. Arbeit. Arbeit. Kommen wieder Unbekannte in der Arbeitswelt, die schon mal da waren, wo du nicht genau weißt, wie du da umgehen sollst damit. Bringt auch das Geldthema hier in Unordnung, aber du bist hier, hast große Leidenschaft, das zu lösen, du gehst voran und da sehe ich auch nichts Problem. Es ist bloß, du weißt noch nicht so recht, wie du damit umgehen sollst in der Arbeit, was auch mit Geld zu tun hat, aber das wirst du lösen. Denn auf dem Geldthema liegt auch Lernen. Und auf Lernen liegt plötzlich lange Zeit Geld vom Kollektiv. Das heißt, also es ist vollkommen wurscht, was du machst als Kollektiv. Also die Umwelt steht dir irgendwo zur Seite, bist du jetzt Verkäufer, wirst du immer wieder was verkaufen oder so. Und du lernst mit dem Stress umzugehen und du kriegst hier auch gute Gelegenheit mit dem Geld, das wieder auszugleichen, was hier plötzlich in Unordnung gerät. Aber nicht wirklich schlimm. Deine Familie, haben wir hier Emotionen. Das heißt, hier in deiner Familie sollte mehr Spirituelles sein. Weil das liegt hier Familie und spirituell. Und man erkennt auch,
Und das sind, löst bei dir Emotionen aus. Also eben, weil du das blockierst, weil du das gar nicht wissen, gar nicht fühlen willst oder so. Was auch immer da kommt. Aber du weißt, dass es in der Familie ist. Also gefällt dir alles nicht so gut, obwohl du hier auf deine Spiritualität liegt deine Liebe drauf und du entwickelst auch eine Leidenschaft. Es kommen bloß immer deine Blockaden immer zum Vorschein, weil du zweifelst, weil dein Partner zweifelst und weil du vielleicht nicht gleich so ganz große Fortschritte magst, weil du ein bisschen Angst hast oder. Lustig. Ja, auf dir liegt Leidenschaft drauf. Du erkennst deine Leidenschaft und die ist wahrscheinlich ganz woanders, weil es ein Neuanfang ist, wie es vorher war. Dann haben wir hier deine Partnerschaft. Deine Partnerschaft, da ist Geld sehr wichtig, was zwar da in Unordnung kommt, aber hier lange Verträge im Hier und Jetzt, also neues Wissen und dadurch neue Verträge, die man aber erst ändern muss, aber erstmal ein bisschen in Unordnung kommt. Da liegt dein Partner drauf, also seid ihr nicht nur so verbandelt, aber auch finanziell spielt eine große Rolle bei euch, sage ich jetzt. Die Liebe, deine Liebe liegt auf einmal in der Spiritualität, in deiner Lebensgestaltung, online. Du findest viel mehr zu dir und findest da wirklich deine Liebe drin, was Emotionen und alle möglichen Zweifel auslösen wird. Das ist, finde ich, ja. Ich stelle mir da bloß immer meinen kleinen Bruder vor, weil der Wassermann ist und darum muss ich dann immer so lachen. Also ich lache dich nicht aus, Wassermann, ich lache eigentlich meinen kleinen Bruder aus. Das ist aber etwas, was du vertraglich mit dir ausgemacht hast, dass du auch das kennenlernen willst. Du hast hier immer deinen Partner, der hier immer zweifelt, aber ihr führt auch viel Gespräche. Und auch die Tochter zweifelt, aber auch der, mit der führst du Gespräche. Die Tochter wird sich wahrscheinlich in der Arbeit einen Neuanfang haben, ganz was anderes, etwas, was er sich gewünscht hat, was ihrer Berufung entspricht, etwas Neues lernen. Weiß ich nicht, Tochter, Sohn, nahestehende Freundin. Aber auch das wird irgendwie auf irgendeine Art und Weise spirituell geprägt sein, weil auch sie hat hier, sie erkennt auf einmal hier eine spirituelle Seite an sich, die wahrscheinlich vorher noch nicht so da war. Und das Ganze kommt hier in großen Zweifeln und Emotionen daher und das ist ein großes Thema und eigentlich bei euch alle, weil ihr so nah zusammenliegt, das ist, da kann ich jetzt nicht sagen, das ist nur dein Thema oder so, das ist ein Thema von euch drei und selbst wenn du jetzt vier Kinder hast, ist es ein bestimmtes Kind, so muss ich sagen, ob das jetzt die Tochter oder der Sohn ist, ist vollkommen egal. Es ist hier nur, dass drei Familienmitglieder mit dem spirituellen Neuerkennen, alle drei damit zu tun hat und ihr zweifelt halt sehr dran. Aber mein, das ist Arbeit, dahin zu finden. Aber die Tochter findet dadurch auch ihre Berufung. Das wird spannend hier. Genau, die Liebe, da liegt ihr ja drüber und auch dein Partner liegt drüber. Also er wird, dein Partner steht dir zur Seite und liebt dich auch sehr. Und auch das, sagt der Partner, wird auch spirituell irgendwie was, obwohl er sehr dran zweifelt hier. Es ist, finde ich, lustig. Seine Partnerschaft zur Tochter wird, ja, gibt die Partnerschaft zur Tochter und eure Partnerschaft besteht aus drei Personen, also die dann ganz enge sind. Auch wenn du vier Kinder hast, kann sein, dass der Sohn und die andere Tochter ganz andere Interessen haben, schon irgendwie, selbst wenn sie nicht aus dem Haus sind, schon irgendwie, aber nicht abkapseln, nicht abnabeln, aber ihr eigenes Leben mehr leben und eine ist oder einer ist ziemlich eng bei euch. Und da hat man dann auch ein mehr partnerschaftliches Gefühl. Ich hoffe, du verstehst das als Mutter oder Vater oder eine Freundin. Aber hier wird sich eben auch bei euch allen drei etwas ändern. Also es ist hier sehr, sehr aufregend, muss ich sagen. Die Tochter, ja, die bekommt hier Nachrichten von einem Mann, der aber auch wieder Unordnung bringt und Stress bringt. Sie zweifelt an allem. Ja, und dein Partner ist eigentlich der Halt für sie, aber da kommt eben dann die Berufung und ihr neues Wissen und da zweifelt sie sehr. Also das wird alles, ja, es ist, hat alles mit euch zu tun.
dass hier irgendwelche neues spirituelles Wissen kommt, also innerliches Wissen. Das muss nicht mal, ihr müsst das nicht mal spirituell taufen, sondern es kommt eine innere Sicherheit. Ich bin mehr wie die Person. Ich bin mehr wie die Tochter. Bei mir ist noch was drin. Ich höre auf einmal eine Rufung, eine Berufung. Ich fühle mich zu etwas hingezogen, zu etwas, nicht zu einem, sondern zu etwas, mich mehr zu erforschen. Und das wird euch mehr oder weniger alle betreffen. Das ist eine interessante Geschichte. Die kleine Familie, da ist, kommt eben durch Zauberhand die Energie rein in die kleine Familie, die jetzt hier Wissen erlangt. Und das hat mit dem zu tun. Das kommt für die kleine Familie jetzt für euch alle. Und da werdet ihr viel drüber sprechen und viele Zweifel haben. Aber da du das blockierst immer wieder, wirst praktisch du der sein, der hier am meisten zu knacken hat, weil er nicht nur zweifelt durch sein Umfeld, sondern auch sich selber immer wieder blockiert. Okay. Also es ist, ja, Geldprobleme will ich gar nicht sagen. Hier das Geldthema an sich wird plötzlich sich ein bisschen ändern. Aber jetzt schauen wir das nochmal an. Schauen wir jetzt deine Arbeit an, die auf einmal Blindflecken hat, wo du was lernen sollst, was uns das hier bedeutet. Freude, männlicher Aspekt, weiblicher Aspekt. Aha, weiß schon, was das ist. Und zwar, hier fehlt die Ausgeglichenheit. Die Ausgeglichenheit, weiblich und männlich, die Ausgeglichenheit geben und nehmen, die Ausgeglichenheit, arbeiten und Freizeit und so weiter. Da ist keine Ausgeglichenheit drin, das ist der Blindfleck. Und der zeigt sich dann praktisch im Geldthema, weil da auch keine Ausgeglichenheit drin ist. Wird aber nicht so schlimm werden, es wird nur mit Freude dann, wenn man es erkannt hat, ausgeglichen werden und dann kommt die Freude zurück in die Arbeit. Also in dem, was man gerne in dem, was man tut. Und die Arbeit liegt ja auch hier. Und hier ist auch ein Neuanfang, weil hier eben was erkannt wird. Und das ist eben der Ausgleich. Dann lernen wir das Geldthema, wo ein Lernthema auch ist. Aber was auch relativ positiv liegt, jetzt schauen wir mal, was wir im Geldthema haben. Ausgeschaltet, 20 Minuten. Hier haben wir den Sohn, die Erwartung und des Gewinnes. Ja, vielleicht musst du deine Erwartungen ein bisschen zurückschrauben. Wir haben hier einen Sohn drin. Das heißt also, der Sohn, entweder du hast noch ein Kind, wo du erwartest, dass er im Geld irgendwelche Gewinne macht oder so, und diese Erwartungen kann er nicht erfüllen, weil er das jetzt lernen muss. Kann sein. Es kann aber auch sein, dass du einfach mal voranprescht in irgendetwas, in Erwartung einen Gewinnes, und du erst lernen und hier eine Lernaufgabe drin ist, schau mal, was eigentlich los ist, bevor du blindlings etwas tust, also auch möglich. Aber wie gesagt, es ist einfach nur eine Lernaufgabe und das wird nicht schlimm, da musst du gar keine Sorgen machen. Und jetzt legen wir noch auf die Liebe, ha, da liegt das Spirituelle drauf, da bin ich ja gespannt. Auf die Liebe. Selbstverantwortung, lange Zeit Stress, okay, das ist hier, spirituell und Emotionen. Du erkennst, dass du für alle deine Gefühle selbstverantwortlich bist, kein anderer. Dass wenn du dich unwohl fühlst, deine Verantwortung ist. Dass du niemand sagen kannst, du bist jetzt schuld, dass ich so im Stress bin, oder dich regt irgendetwas immer auf, und dass dich aber das nicht von dieser Person aufregt oder von dieser, sondern weil du ähnlich bist. Alles sowas liegt hier im Erkennen drin. Dass du eben für deine Gefühle selbst verantwortlich bist und auch für jeden Stress, den du hast, selbst verantwortlich bist. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, lange Zeit, du kriegst hier eine neue Liebe, die aber anders ist, wie du es bis jetzt kennengelernt hast. Schön. So, und zu guter Letzt möchte ich dir, weil ja auf dir die Blockaden liegen, die ja immer die das Wiederkehrende ja sagen, wegen dem Wiederkehrenden hast du ja diese Blockaden, weil irgendetwas wiederkommt, was du nicht haben willst oder so, wie du da am besten umgehen willst, weil die Blockade wird dich ja das ganze Jahr begleiten. Ruhe, Auszeit, sacken lassen. Okay, das heißt, hier ist sehr viel Emotion drin und Leidenschaft drin.
und die Zweifel blockieren, du selber blockierst dich. Das heißt, du musst es, egal was hier auf dich zukommt, was du dann mit Leidenschaft liebst und auch tun wirst, obwohl du da Zweifel hast und Blockaden hast, lass es sacken. Lass es kommen, schau es an, Ruhe, Auszeit, sacken lassen und dann wieder anschauen. Also nicht erwarten, dass alles gleich so, du bist der große Zauberer jetzt auf einmal und kannst jetzt was weiß ich was. Nein, hier kommt, du bist der große Zauberer. Siehst du, hier kommt der Zauberer. Aber du musst es lernen. Und darum brauchst du immer wieder Ruhe und Auszeit. Ja, es ist ein spannendes Jahr 2023, lieber Wassermann. Da bin ich echt gespannt, da ich einen Wassermann sehr nahe stehend habe, bin ich echt gespannt, was da kommt. Das ist nur wirklich oberflächlich und bei jedem wird es sich anders zeigen. Es wird bei jedem mehr oder weniger spirituell sein. Jeder wird im Jahr 2023 mehr oder weniger leidenschaftlich und emotional sein und das auch noch erkennen. Also er wird sehr viel erkennen. Erkennen ist sehr viel drin. Und wirklich das Leben etwas auf den Kopf stellen. Und die Tochter wird gehen, vielleicht geht sie ganz woanders hin, in die Arbeit, was du bezweifelst, oder der Sohn, oder sie macht eine andere Ausbildung, wie du meinst, je nachdem, jeden anders, schraube es auf dich runter und lass es auf dich zukommen. Es wird eine Unordnung kommen, es wird für dich Stress geben, aber es ist alles sehr positiv. Das hier ist eine absolut große Lernaufgabe, die du 2023 hast und ich schätze, da nicht vorbei ist. Denn die Lernaufgabe endet hier, Berufung, Lernaufgabe und du weißt nicht, wie es weitergeht. Also du hast hier Blindflecken oder weißt es nicht. Das heißt, du wirst 2023 viel auch deine Berufung kennenlernen, das ist nämlich deine Karten, aufregend lernen, aber immer noch, aber nicht fertig werden. Also das wird sich weiter durchziehen, aber jetzt ist der Start, jetzt beginnt's. In diesem Sinne, habe die Ehre, lieber Wassermann. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten. Denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte ich ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst.
Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.